Günstige FIFA 15 Ultimate Team Coins findest du bei meinem Partner MMOGA. Alle Links dazu sind unten in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß beim Video. So, meine Lieben, weiter geht's mit einer neuen Folge von Ibras Road to Glory. Und ihr habt zum letzten Part mitbekommen, da war es schon wieder soweit. Der Titel hieß schon wieder und wir haben schon wieder einen Inform gezogen. Zwar leider nur Mijaczewski, sprich irgendeinen Polen, der nicht wirklich viel wert ist, aber ein Inform ist ein Inform. Und was wir auch im letzten Part noch angesprochen haben, ja, war das Thema, wie geht's weiter nach den Price Ranges, nach dem Aus, dem vermeintlichen Aus für Coinseller. Allerdings gibt's ja da schon wieder Möglichkeiten. Da habt ihr geschrieben, Schlappi, mach genauso weiter wie bisher, sprich, das werden wir tun. Es wird weiterhin die ganz normalen Sets geben. Heute also statt 7, wie im letzten Part angekündigt, ganz normal 14, denn die Coinseller sind wieder im Vormarsch, Freunde. Da scheint wieder was zu gehen und in dem Sinn, glaube ich, können wir das so durchziehen. Sprich, heute gibt es auf jeden Fall 14 Packs, die wir öffnen würden, aber ich habe an der Stelle nochmal so eine kleine schlechte Nachricht für euch, Freunde, denn ich kann es euch eben zeigen, das Team der Woche ist leider Gottes noch das alte und es ist so ein bisschen bitter, weil wir haben es gerade Mittwoch, sprich, wenn das neue Team of the Week aktualisiert bzw. rausgebracht wird und zwar um 17.16 Uhr. Heißt, es ist so ein bisschen blöd. Ich müsste noch 2 Stunden warten, bis ich aufnehme, aber das schaffe ich leider nicht, weil jetzt dann geht's weg zum Griechen mit einem Kumpel, bisschen was essen. Morgen habe ich den ganzen Tag Fußball, Arbeit und Schule. Sprich, da wird's auch nichts und damit ihr ein Video bekommt, heute nochmal mit dem Team of the Week Nummer 26, aber versprochen, in dem nächsten Part gibt's das neue Team of the Week. Also, in dem Sinn würde ich sagen, machen wir die Packs auf. 14 Stück an der Zahl heute nochmal mit FIFA Points. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, das Ganze via Münzen, sprich mit den Coinsellern zu machen, aber das wird's dann, wie gesagt, die Tage geben und in dem Sinn öffnen wir Pack Nummer 1 und wir haben Demichelis. Ich hatte, eigentlich hatte ich es im Gefühl, dass wir gleich mit einem Inform starten, aber EA wollte ja nicht, Freunde. Und wir stoßen genau für 1001 Münzen ab. Unfassbar. Ihr seht es auch im Hintergrund oder habt es gerade gesehen. Es gibt ja momentan noch, zumindest bei mir jetzt hier gerade, die Irish Packs oder die St. Patrick's Day Caps, was auch immer. Die wir aber leider Gottes noch nicht öffnen dürfen. Denn ihr wisst Bescheid, bald schauen wir da übrigens drin. Erst in Liga 2 und in Liga 1 dürfen wir die besonderen Packs öffnen. Sprich, da müssen wir noch ein einziges Mal aufsteigen. Ein letztes Mal. Das wäre so genial. Und dann, Freunde, dann geht's richtig ab. Ich glaube, es gab sogar ein 100k-Set. Aber ich weiß nicht, ob es das nur für den PC, nur für die Konsolen gab oder auch für den PC. Von dem her, wir haben ja gerade hier nichts drin gesehen, während wir Kondogbia ziehen in Pack Nummer 2. Von dem her, das wäre dann auch eine Möglichkeit, ne? Stellt euch vor, wir dürfen irgendwie die letzten 36 Packs öffnen. Und es gibt 100k-Packs für, was weiß ich, genügende auf jeden Fall. Das wäre krass. Dann werde ich aber echt arm. So, nächstes Pack. Golarov haben wir drin, auch ein Duplikat. Ich glaube, bisher hat man mit Smahic und mit Kondogbia die einzigen beiden, die wir in Anführungszeichen irgendwie gebrauchen könnten, aber die sind zu schlecht. Sprich, die können wir gleich wieder vergessen. Pack Nummer 5 mit Howard vorne drauf und dann gucken wir mal, wer drin ist. Das ist eine Inform jetzt, passt auf. Nein, es ist Fernandes und er hier, Baka. 79er Tempo, 72er Schuss, 73er Dribbling noch dazu. Hier dieses Gratis-Set, das ist doch gar nicht so schlecht. Ich nehme mal wieder alles mit. Den Rest stoßen wir ab und dann öffnen aber gleich das Gratis-Set hinterher. Das natürlich immer noch gar nicht zählt. Sprich, ja, wir dürfen das praktisch einfach umsonst öffnen. Haben Noble, haben Carol und haben Carvalho. Naja, was eben so ein Gratis-Set letztendlich hergibt. So, Pack Nummer 6. Jetzt schauen wir mal ganz schnell aber rein. Promo-Sets, da ist es doch. Das 100k-Set, Freunde. Da wäre das 100k-Set, aber das dürfen wir, wie gesagt, leider Gottes nicht öffnen. So, vielleicht im nächsten Part. Was heißt im nächsten? In einem der nächsten, wenn wir dann aufgestiegen sind. Abgesehen davon habe ich die Coins gerade gar nicht und nix. Aber gut, nächstes Pack, das wir öffnen werden mit David Alaba. Pack Nummer 6. Es wäre so geil, würden wir Suarez ziehen, aber es ist erstmal Berami und Foster. Sprich, können wir wieder alles mitnehmen. Marquinhos noch mit am Start. Brauchen wir nicht, Freunde, brauchen wir ganz und gar nicht. Komm schon, Daumen drücken. Jetzt alle zusammen die Däumlein drücken und hoffen, dass was Gutes drin ist. Higuain vorne drauf, bitte, bitte, bitte. Suarez, ah, es ist Hazard und zwar Fake Hazard. Nicht der Eden, sondern der andere. Aber gut, den nehmen wir mal mit. Von Borussia Mönchengladbach kennen wir aus dem Karrieremodus. Packen wir mal ein, den Hazard. Aber bringt uns nicht wirklich weiter, Freunde. Da haben wir auf der 6 schon bessere im Bundesliga-Team. Ihr könnt auch gerne mal wieder Vorschläge in die Kommentare reinhauen, mit welchem Team oder was wir demnächst für ein Team bauen sollen. Silber-Team wäre doch mal ganz interessant oder sowas die Richtung. Lasst euch was einfallen, Freunde. Bin ich mal gespannt. Schreibt gerne rein, was ihr da sehen möchtet. Dann gehe ich da gerne im nächsten Part drauf ein. So, Pack Nummer 9, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Ich bin übrigens heute wieder in Topform. Ich habe es mir schon gedacht. Unsere Bilanz auf diesem Account ist überragend. 45 Siege, 7 Unentschieden, 15 Niederlagen. Das sieht richtig, richtig fein aus. Und wir haben Parejo und Shadow unter anderem mit am Start. Das kommt auch ganz gut. Wir brauchen den Chemistry-Style. Ebui und Martin Harnik ebenfalls noch mit Impact. So, jetzt, Freunde, jetzt habe ich es im Gefühl.
Jetzt habe ich es im Gefühl, Freunde. Jetzt passt mal auf. Pack Nummer 10 mit Ansage. Oh, Olic. Ivica, Olic, Ebert und Kilifi. Naja. Das war ein schlechtes Gefühl, was ich hatte. Nichts Gutes drin. Aber gut, 4 Packs werden wir noch öffnen und dann gehen wir auch schon rein in die erste Partie. Ich bin mal gespannt. Ich weiß noch gar nicht, mit welchem Team. Das werden wir uns gleich angucken und überspringen. Und es ist auch nichts Gutes drin. Layana haben wir da noch. Aber den können wir nicht gebrauchen. Viadinja war noch mit am Schlüssel. Und wir öffnen Pack Nummer 12. Komm schon, bitte. Ihr könnt mal gerne reinschreiben, was habt ihr bisher gezogen? Was war euer bester Mann? Ich hätte so Bock auf Suarez. Ich habe es im letzten Part, glaube ich, schon angesprochen. Und wir wieder Layana. Zweimal hintereinander. Was ist denn da los? Ich habe es neulich ja schon angesprochen. Im letzten Part. Stellt euch vor. Ibrahimovic. Dann Suarez 91er Inform. Diego Costa 88er Inform. Und dahinter, ich weiß gar nicht, haben wir da Mata dahinter stehen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, das wäre eine brutale Offensive vom Allerfeinsten. 2 Packs haben wir noch Zeit. Dann ist Suarez für immer raus aus den Packs. Zumindest vorerst. Wir haben Denisov, da ist er nicht drin. Mendes, das können wir alles mal mitnehmen. Den Rest können wir abstoßen. Und dann gibt es das allerletzte Set, Freunde. Das allerletzte Set des heutigen Tages, des heutigen Videos. Und jetzt muss er drin sein. Bitte, komm schon, alle die Daumen drücken. Wäre das fresh, wäre das geil. Es ist... keiner. Es ist Flanjo. Können wir nicht gebrauchen. Corona, Perkes, sprich. Wir werden mal alles abstoßen, Freunde. Packs haben wir aufgemacht. 14 an der Zahl. Leider war überhaupt gar nichts Gutes drin. Und von dem her gucken wir uns mal schnell an, mit welcher Mannschaft wir heute rangehen wollen. Mit welcher Mannschaft wir da spielen wollen. Mit welcher wollen wir das dann angehen? Hybrid haben wir gesagt, wollen wir demnächst mal bauen. Serie A-Team rund um Kandreva wäre eigentlich auch mal wieder eine Möglichkeit. Haben wir, glaube ich, länger nicht gespielt. Boah, ich weiß gar nicht. Ich glaube, zuletzt haben wir Liga A gespielt. Dann England. Das ist halt das absolute Babo-Team. Guckt euch das mal an, alter Schwede. Das wäre das. Ibra Alemania oder Ibra Espanja. Ich würde fast sagen, wir gehen mal... haben wir Serie A zuletzt gespielt? Ich glaube, das haben wir länger nicht gespielt. Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht, Freunde. Ich weiß es echt nicht mehr. Egal, wir werden heute mit dem Team rangehen. Werde allerdings mal gucken, dass wir alle aus der Serie A nochmal suchen. Vielleicht gibt es nochmal den einen oder anderen, den wir draufpacken könnten. Ich glaube schon, oder? Ich glaube schon, Borja Valero, wobei Nainggolan ist schon stark. Strootmann, Via, Lichtsteiner, Ranocchia, Montolivo. Gute Frage. Callejon, aber ich glaube, wir lassen es so. Ich glaube, wir lassen das Team so. Wir werden noch schnell ein Teamtraining drauf und haben wir mittlerweile auch 48 Stück. Und in dem Sinn sehen wir uns gleich, wenn wir den ersten Gegner gefunden haben. So, Freunde, und der Gegner ist gefunden mit... Oh, das ist ein Stuttgart-Fan. Wir wieder mit den schönen Schweden-Trikots und mit Kandreva in Form und mit Zlatan Ibrahimovic. Bertels FC heißt sein Verein mit Sturridge, mit Neymar, mit Hazard, Di Maria, Oscar, William, Piszczek, Hummels, Mascherano, Jordi Alba und Rufier im Kasten. Interessante Mischung, Freunde. Gehen wir's an. Erstes Spiel, die nächsten 3 Punkte holen und dann geht's ab Richtung Liga 2. Oh, da attackieren wir früh, aber der Gegner versucht erstmal ruhig rauszuspielen. Kommt über William, Neymar, Sturridge mit dem Schuss, aber der geht doch ein kleines Stückchen am Tor vorbei. 2 Minuten gespielt, erste Möglichkeit. Daniel Sturridge mit der Chance. Noch eins weiter gespielt und dann war es, glaube ich. Nein, er kriegt die Chance. Freunde! Oh, Rufier holt den raus. Aber wir machen soweit ganz gut. Pjanic. Schickt jetzt mal Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic 1-0. 8. Minute. Traumding. Den nimmt er vor allem super mit. Also Zlatan mit dem nächsten Treffer. Sprich 2 Packs. Die war stand. Jetzt schon mal öffnen dürfen. Unser Kapitän. Aber der Pass auch genialst. Und dann keine Chance für Rufier. 1-0. Nach 9 Minuten. So kann es weitergehen. Neymar. Oh, da wäre er durch gewesen. Glück gehabt. Sturridge. Neymar. Und dann ist unser Keeper wieder da. Ganz, ganz wichtig. Gegen Ibra kann sich so gerade durchsetzen. Da ist Di Maria durchgechippt. Keiner geht richtig hin. Mascherano, Sturridge. Und dann gibt es den Elfmeter. Oh, Freunde. Da haben wir uns selbst ein Bein gestellt. Richtig schlecht verteidigt von mir von Anfang bis Ende. Und damit die Chance per Elfmeter das 1-1 zu machen. So, Hazard steht bereit. Eden Hazard gegen unseren Keeper. Und wir holen ihn wieder raus. Es bleibt beim 1-0. Ohne Scheiß, Freunde, in den ganzen Serien, ob Karriere, ob Gauchos, ob sonst was, wir sind irgendwie Elferkiller. Es ist unglaublich. Nochmal die Chance. Nochmal Ibra. 2-0, jetzt ist er drin. 45. Minute. Die nächsten 2 Packs, die dazukommen, wenn Zlatan Ibrahimovic mit der Bude kurz vor der Halbzeit. Lucky Punch. Er macht den Elfmeter nicht, wir machen die Chance. Sehr, sehr stark, 2-0.
So muss das, Freunde. Genauso muss es laufen. So, Freunde, also Halbzeit 2:0 nach 45 Minuten. Zweimal Zlatan Ibrahimovic, der Schwede. Mit den Treffern, ihr seht, ist ein bisschen glücklich. Er hatte den Elfmeter und er hat dieselbe Anzahl an Chancen wie wir. Aber wir haben eben Ibra. Wir haben eben Ibra. Der nutzt die Dinger eiskalt. Aber gut, wir führen. Das ist das Wichtigste, Freunde. Die drei Punkte, die wollen wir mitnehmen. Dann hätten wir 7 Points in Liga 3. Das wäre perfekt. Das wäre super für den Aufstieg. Und in dem Sinn gehen wir rein, ab in die zweite Halbzeit. Neymar. Oh, der ist gut durchgesteckt. Der ist super durchgesteckt, Freunde. William mit dem Kopf aus 16 Metern. So, Freunde. Möglichkeit für Lestien. Probieren wir einfach mal. Ball bleibt in der Mauer hängen. Drüber gechippt. Kein Abseits. Kann Drever. 3:0. 55. Minute, Freunde. Nach dem missglückten Freistoß geht er doch noch rein. Und diesmal ist Ibra nicht beteiligt. Weder direkt noch indirekt. Kann Drever macht die Bude. 3:0. Es sieht ganz, ganz stark aus. Gegner kommt über Eden Hazard, aber nicht mit Richards und Co. Ganz, ganz stark. So, langer Ball, Nainggolan. Jawohl, schönes Ding. Perfekt auf Lestien. Lestien nimmt den mal mit. Lestien zieht in die Mitte. Lestien nochmal stark. Lestien und dann ist er abgeblockt. Schade, gute Möglichkeit. Viertelstunde noch zu gehen. Ibra. Ibra, oh mein Gott. Oh mein Gott, und dann ist er drin. 4:0, 81. Minute. Ibra probiert es ganz, ganz frech mit dem Chip. Und Hernanis lauert staubt ab. Wunderbar. Jetzt ist, ja, der Deckel endgültig drauf. 4:0, wir gewinnen. 7 Punkte in Liga 3. Stand jetzt, werden wir gleich in der Tabelle sehen. Und dann gibt's nicht. Doch, dann gibt's den Elfmeter. Ich dachte schon, er pfeift nicht. 84. Die Chance zum 5:0 für Zlatan Ibrahimovic. So, Freunde, Ibra steht bereit. Also, gerade hatten wir den Elfmeter. Was heißt gerade? In der ersten Halbzeit den Elfmeter vom Gegner. Jetzt kriegen wir die selbst hier die Chance, das Ding zu machen. Zlatan Ibrahimovic. Ibrahimovic. Und ich verzieh. Um Gottes Willen, und ich verzieh. Bleib bei 4:0. Mann, Mann, Mann. Und jetzt kriegt der Gegner die Chance, Freunde. Sturridge. Aber wir haben den. Ach du heilige Freude, jetzt gibt's auch noch die gelb-rote Karte. Mann, was mache ich denn? Wir haben die Chance, den Elfmeter reinzumachen. Stattdessen verschieße ich und wir kriegen gelb-rot. Und die riesengute Freistoßmöglichkeit für Angel Di Maria. Torwart, hat er den. Boah, knappes Ding. Ibra. Ibrahimovic, jetzt mach ihn. Ibra. 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 Ibra, dann ist er drin. 5:0, Freunde. Also, gerade klappt für Ibra nicht. Eben, oder beim Elfmeter, dann macht er ihn so. Ich glaube, der dritte Treffer und eine Vorlage. Freunde, das wird wieder teuer für Schlappi. Aber das kriegen wir hin. Wunderbar. 5:0 mit einem Mann weniger. Beziehungsweise, ja, gut, erst die letzten 10 Minuten, aber trotzdem stark ausgekontert. Sehr, sehr nice. So, Freunde, Schluss aus vorbei. 5:0 im ersten Spiel. Die Serie geht weiter. Es ist unfassbar, was wir hier Siege holen. Unglaublich. Und das mit solchen Teams. Sehr, sehr nice. Ibra freut sich, Ibra. Ich glaube, mit 3 Treffern unter anderem, aber auch ein verschossener Elfer. Aber gut, haben den Gegner da dominiert, haben unsere Chancen auch knallhart genutzt. Das muss man mal so sagen. Wir schauen mal. 3 Tore waren es. Ja. 3 Tore von Zlatan Ibrahimovic. Machen wir die Strichliste. Wie viele Packs dürfen wir öffnen? Also, 2 schon mal für den Sieg. 1, 2. Dann Man of the Match Ibra macht nochmal 3. Stehen wir bei 5 Packs. 3 Tore, kommen nochmal 6 dazu. Ach du Heilige, sind wir schon mal bei 11. Vorlage kriegt er keine. Und sonst ist, glaube ich, auch nichts, oder? Es gab sonst weiter nichts. Kein Rage Quit, kein Aufstieg, sonst nichts. Also, wir stehen Stand jetzt bei 11 Packs, aber wir haben ja noch ein Spiel. In dem Sinn sehen wir uns gleich, wenn wir den zweiten Gegner gefunden haben. So, Freunde, und der Gegner ist gefunden. Und wir werden heute mal mit dem wunderschönen Sporting-Trikot spielen. Und ein bisschen Abwechslung reinbringen hier in die Bude. Guck mal rein, er hat mit einer 82er Bewertung 100er Chemie. Und am Start ist Tevez, ist Sturridge, Callejon, Sterling, Asamoah, Tian, wie heißt der? Ich glaube schon. Vidal am Start, Thiago Silva, Kyle Walker, Chiellini, Caceres. Und im Tor habe ich jetzt leider nicht mehr gucken können. Aber gut, gehen wir's an. Pack Road to Glory gegen Confianza. Auf geht's, die nächsten 3 Punkte holen. Oh oh. Oh, Freunde, Alter, ihr habt gemerkt. Komplett ruhig der Schlappi. 8. Minute, gute Möglichkeit. Am Ende verzieht er. Bisschen unglücklich. Holy shit, Freunde. Zlatan Ibrahimovic. Wunderschön gespielt nach dem Fehler des Gegners. Aber am Ende geht er nicht rein. Keeper kriegt den Abschluss. Ah, dauert zu lang. Callejon, langer Ball auf Tevez, nein, oh nein, oh nein. Und dann ist er drin. Alter, dann haut er den in den Winkel vom All auf 1. 13. Minute, 1-0 Führung. Wir tun uns noch hart. Gegner mit der zweiten Chance, wir auch mit 2 guten Möglichkeiten am Ende.
führt er hier. Tevez macht die Führung. Kriegt nochmal die Möglichkeit. Ibra Ball ist wieder weg. Das dauert alles den Ticken zu lang. Und dann gibt's die Chance. Wir stehen hinten viel zu offen. Was ist denn los? 2:0 Sturridge, 16. Minute. Jungs, ich habe weder auf defensiv, offensiv, sehr offensiv, was auch immer gemacht. Und die Jungs stehen einfach an der Mittellinie. Eiskalt ausgekontert Sturridge mit dem 2:0 innerhalb von 3 Minuten. Durchgechippt, wunderbar. Rübergelegt auf Ibra, der muss den jetzt machen. Ibra, 1:2. 19. Minute, jetzt fallen die Tore im Minutentakt. Ibra macht die Bude, wir sind wieder dran. Der vierte Treffer jetzt schon. In diesem Part von Zlatan Ibrahimovic. Oh, Ball kommt nicht an. Jetzt hat Ibra drüber gechippt. Perfektes Ding. Ibra mit der Vorlage. Nein, Golan. Eieiei, Riesending. 23. bleibt beim 1:2. Gut durchgesteckt. Ibra in der Mitte. Ibra. Oh, Mann. Er will nicht rein. Nein, Freunde. Es gibt die zweite rote Karte in der Partie. Ach, hör mir auf, ich bin doch blöd. Nein, Golan, gelb-rot, einmal weniger. Immer noch hinten. Kriegt den durchgesteckt, Callejon. Und dann ist er drin. Oh, Mann, das ist so ein bitteres Spiel. Er macht das, wir machen das 1:2. Wir haben gute Chancen ranzukommen. Dann mache ich so ein dummes Foul, krieg rot. Und jetzt macht er aus dem Nichts das 3:1. Also Freunde, geht mal rein in die Halbzeit. 3:1 liegen wir hinten nach 45 Minuten. Ganz, ganz bitterer Spielverlauf. Wir mit 6 Schüssen, 4 auf die Bude. Er mit 4 Schüssen, 2 aufs Tor. Und er macht einfach mal hier 3 Buden. Mann. Haben uns noch dazu selbst mit der roten Karte geschädigt. Richtig dumme Aktion von mir. Aber gut, müssen wir ausbügeln ab in den zweiten Durchgang. Ibrahimovic. Und dann ist er drin. 47. Minute, back in business. 5. Treffer. Von Zlatan Ibrahimovic in diesem Part und der war wichtig. Gleich nach der Halbzeit ein Zeichen setzen. Schön gespielt mit der Hacke, Ibra frei waren. Und die Chance, die lässt er sich nicht nehmen. Eiskalt vollstreckt, 2:3. Wir sind wieder da. Hernanes, guter Ball. Starkes Ding auf Lestien. Dann wird er irgendwie gestört. Ibra! Oh. 55. Wir machen weiter Druck. Ibra, kein Abseits. Lestien macht ihn, 3:3. Mit einem Mann weniger, 3:1 aufgeholt. Vorlage von Zlatan Ibrahimovic und Lestien lässt sich auch die Chance nicht nehmen. Freunde, was ist hier los? Geht da noch was? Ich will, dass unsere Serie weiterhält. Wir geben alles, 3:3, halbe Stunde noch zu gehen. Jetzt aufpassen. Nein, was ein Scheißding. Der Gegner kann nichts. Und läuft einfach mal durch. Ich traue mich nicht zu grätschen. Und er macht das 4:3. Es ist bitter, Freund. Ich glaube, es ist ein dritter Schuss aufs Tor. Mann. Wir führen, beziehungsweise wir spielen so gut mit einem Mann weniger. Aber die Dinger gehen nicht rein. Und er kriegt so ein Tor geschenkt. Ibra, stark. Ibra. Oh, Freunde. Ein Traumtor. 62. Minute. 2 schöne Tricks vorbei. 4:4. Jetzt geht's hier wieder los. Innerhalb 2-3 Minütchen, 2 Buden, alles wieder in Ordnung. Ibra, das ist wunderbar gespielt. Ibra, mach ihn. Ja! Ibra hat nochmal die Chance. Ibra. Oh, Sirigu ist da. Freunde, was eine Action. 20 Minuten noch. Schön gespielt, aber Chance ist da. Radu. Oh, wieso gehen wir da nicht hin? Und er spielt ja solche Dinger und die kommen an. Callejon. Oh, Gott sei Dank vorbei. 76. Minute, Freunde. Ganz unten. Noch eins weiter. Ibra, stark. Lestien. Oh mein Gott. 5:4. 82. Minute. Ich fasse es nicht, Freunde. 3:1 waren wir hinten zur Halbzeit mit einem Mann weniger. Und jetzt steht es hier 5:4. Und das ist verdient. Und das ist sowas von verdient. Lestien mit der Bude. Alles wieder in Ordnung. Sieht nach dem nächsten Sieg aus. Ball kommt in die Mitte. Komm, hoch. Jawohl, stark gemacht. Niemand ist da. Da ist Silva. Oh. Holy shit, Freunde. Was ein Ding von Thiago Silva. Das sollte es gewesen sein. Und jetzt ist Feierabend. 5:4.
Gewinnen war am Ende echt die Partie. 3-1, wie gesagt, hin nach 45 Minuten. Ein Mann weniger. Aber wir erfeiten uns diese 3 Punkte. Und die sind ganz, ganz wichtig. Stehen damit bei 10 Punkten, glaube ich, in der Tabelle in Liga 3. Das ist soweit ganz, ganz stark. 3 Siege, ein Unentschieden. Wunderbar. Ibra mit 2, mit 3, mit... Hat er 4 oder... 3. 3 oder 4 Toren. Ich weiß nicht. Ich glaube wieder 3. Ich glaube der Doppel-Hattrick. So, wir kriegen auf jeden Fall schon mal 2 Packs wegen dem Sieg. Ibra, Man of the Match, sind wir wieder bei den 5, wie vorhin schon. Dann mit 3 Toren sind wir wieder bei 11. Unfassbar. Unfassbar. Sind wir wieder bei 11. Vorlagen hat er aber auch noch 2. Sprich, da bekommen wir nochmal 2 drauf. Und dann sind wir schon mal bei 13. Und sonst ist nichts, Freunde. Und sonst ist nichts. Heißt, 13 plus 11 heißt 24 Packs. 24 Packs, die wir im nächsten Part öffnen dürfen. Wir gucken mal eben schnell rein. Ibra... Ich muss nochmal schnell überlegen. Ich glaube mit 3 Toren, ne? Ja, Ibra wieder mit 3 Toren, so ist es. Also, wunderbar. 24 Packs, wenn ich mich nicht verzählt habe, die wir im nächsten Part öffnen dürfen. Wunderbar gespielt. Ihr seht es auch gleich an der Statistik. Am Ende ist es verdient, würde ich sagen. 12 Schüsse, 8 aus Tor. Wie gesagt, mit einem Mann weniger. Er war nicht schlecht. Knappe Sache, aber am Ende holen wir uns die 3 Punkte. Und damit sieht die Tabelle, sieht Liga 3 wie folgt aus. 10 Punkte aus 4 Spielen. Uns fehlen noch 11 aus 6 für den Titel. 8 aus 6 für die, den Aufstieg, so heißt es. Ich denke, das ist machbar. Und in dem Sinne würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Damit bin ich erstmal raus. Macht's gut. Bis dahin, genießt den Tag. Euer Badeschlappen. Servus.